Schön, euch wiederzusehen. Der Adventskalender ist ja jetzt schon etwas fortgeschritten. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe natürlich vor allem, dass ihr mitmacht. Und ich möchte heute etwas mit euch machen, was vielleicht ein bisschen komisch anmutet, weil uns ein wesentlicher Teil dafür fehlt, nämlich ein Partner oder auch eine Partnerin. Ich möchte gerne die Umarmung mit euch machen. Warum die Umarmung? Weil ich glaube, dass die Umarmung etwas ist, was den Tanz maßgeblich beeinflusst und ganz oft aber auch dazu führt, dass es verhindert, dass wir wirklich eine Verbindung herstellen können. Und woran das liegt, das wollen wir uns heute ein wenig angucken. Für die Umarmung ist es wichtig, dass ich eine stabile Basis habe. Wenn ich nicht gut in meinem Körper stehe, wenn ich kein gesundes Körperempfinden habe, dann ist es sehr schwer, schön zu umarmen, weil alles unterhalb der Umarmung schlecht dasteht. Vielleicht zu schwach ist, vielleicht habe ich keine Spannung im Zentrum, vielleicht sind meine Knie blockiert. Es gibt so viele Gründe, die wir am besten selber spüren, wenn wir einfach stehen und die Augen schließen und in den Körper reinhören. Und gucken, wo spüre ich gerade zu viel oder auch zu wenig Spannung im Körper. Wenn ich diese Bereiche gefunden habe, dann atme ich da rein und gebe entweder etwas weniger Spannung oder ein bisschen mehr Spannung. Wenn ich weniger Spannung geben möchte, versuche ich, die Muskeln dort zu lösen und zu bewegen, den Bereich zu bewegen. Wenn ich merke, dass ich zu schlaff bin, dann versuche ich, Muskulatur aufzubauen, aber nicht von außen, sondern von innen. Es ist ein bisschen so, als würde ich einen Reißverschluss von unten nach oben zumachen und mit dieser Bewegung richte ich mich auf. Wenn ich meine Achse stabilisiert habe, gut stehe und einen schönen Bodenkontakt habe, eine gute Verbindung vom Scheitel zur Decke, ich habe also immer zwei Richtungen, oben und unten, dann breite ich mich in die Weite aus und versuche mit meinen Händen beide Wände zu berühren. Ich nehme also nicht die Energie nach innen, sondern ich nehme die Energie nach außen und meine Handflächen nach oben. Wenn ich die Handflächen nach unten nehme, drehen sich meine Schultern nach vorne. Wenn ich die Handflächen nach oben nehme, drehen sich meine Schultern nach hinten. Ich möchte aber aufpassen, wenn die Schultern hinten sind, dass ich nicht die Schulterblätter zusammendrücke, dass ich auch hinten den Rückenraum habe, dass ich sowohl meinen Oberkörper öffnet, als auch, dass ich meinen Oberkörper vorne öffnet, als auch meinen Oberkörper hinten. Mit der Bewegung der ausgebreiteten Arme berühre ich mit den Fingerspitzen beide Wände links und rechts. Meine Handflächen sind nach oben geöffnet. Ich habe guten Bodenkontakt durch die Fußsohlen nach unten und ich habe einen guten Kontakt von den Scheiteln zur Decke. Ich stehe also in vier Richtungen. Links, rechts, oben, unten. Und ich breite mich aus mit dem Oberkörper nach vorne und mit dem Rücken nach hinten. Wie viele Richtungen habe ich jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Richtungen schon. Wenn ich diese 6 Richtungen gefunden habe, dann stelle ich mir vor, dass ich eine Marionette bin und ich habe Fäden an jedem Finger. Und an diesen 10 Fäden werden meine Hände nach oben gezogen. Wobei ich darauf achte, dass während die Hände nach oben gehen, meine Schultern nach unten gehen. Dass ich nicht die Schultern mit nach oben nehme, weil sich hier mein ganzer Brustkorb verspannt. Wenn der Brustkorb verspannt ist, kann ich nicht schön umarmen. Wenn also hier meine Hände nach oben kommen und sich jetzt die Handflächen zu mir wenden, dann sind meine Schultern entspannt und meine Arme sind in der richtigen Position, um zu umarmen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, vor mir steht jemand, dann gehe ich in diese Umarmung und ich umarme jetzt einen imaginären Raum. Und ich stelle mir das so vor, wie die Ausdehnung zu den Wänden, dass ich mit meinen Fingerspitzen die Wände berühre. Genauso hier versuche ich, meine Umarmung um den Raum vor mir zu gestalten. Und diese Umarmung wirklich zu spüren. Bei dieser Umarmung dehne ich mich aus. Ich werde nicht kleiner und ziehe die Umarmung nach innen, im Sinne von festdrücken. Nein, ich versuche den Raum vor mir geöffnet zu halten, weil hier ja mein Partner steht. Ich möchte ja nicht den Partner fester an mich ziehen und blockieren. Ich möchte meinen Partner einerseits maximal umarmen, andererseits möchte ich aber auch maximal Raum geben und natürlich auch die Umarmung des Partners empfangen können, was nur gelingt, wenn ich geöffnet bin. Es
ist also wichtig, dass ich gut stehe in meiner Achse, dass ich die Bereiche meines Körpers wirklich spüren kann, dass mein Oberkörper geöffnet ist, sowohl im Brustkorb vorne als auch hinten im Rücken. Und wenn meine Arme nach oben kommen, dass die Schultern, der Rücken nach hinten fließt, während meine Hände nach oben kommen und ich dann in der Umarmung einen Raum umarme, dem ich Raum gebe, obwohl ich ihn umschließe. In dieser Position kann ich in der führenden Rolle meinen linken Unterarm zur Seite nehmen, meine rechte Hand hier ist ungefähr auf Ebene meines Herzens. In der folgenden Rolle ist es genau andersrum, meine rechte Hand geht zur Seite, meine linke Hand ist auf Höhe meines Herzens. Und es ist wichtig, dass ich in dieser Position angenehm und wohl stehe, dass sich das gut anfühlt. Wenn ich nicht alleine mit mir tanzen kann, wie soll ich dann mit einem Partner tanzen, dass es sich schön anfühlt? Ich versuche also diese Umarmung so zu gestalten, dass ich sie wirklich spüren kann. Dass hier jemand mit mir tanzt, obwohl niemand da ist. Und wenn ich es habe und ich dann in Bewegung gehe, dann stelle ich mir dabei vor, dass ich den ganzen Raum vor mir, mit mir, oder wenn ich in der folgenden Rolle bin, dass dieser Raum mich bewegt und mir die Inspiration und die Impulse gibt für meine Bewegung. Beim Tanzen können wir auch wechseln, was extrem sinnvoll ist, dass ich mich sowohl in das Impulse geben als auch in das Impulse interpretieren hineinführen kann, weil auch das meinem Tanz enorm hilft. Was wir jetzt tun können, weil wir ja nicht mit jemandem tanzen, ist, dass wir das Tanzen vorbereiten. Damit, wenn ich dann tanze, ich mit meinem ganzen Körper, mit meiner ganzen Intention in den Tanz reingehen kann. So, habt ihr Fragen? Keine Fragen. Hervorragend. Ich mache Musik an und dann tanzen wir zusammen. Die Achse spüren. Guter Bodenkontakt. Aufrichten. Von den Fingern aus zur Decke, die Schultern entspannen sich zum Boden, der Rücken öffnet sich. Wir umarmen den Raum vor uns. Gehen in unsere Position. Führen oder folgend. Führen und folgend. Und tanzen. Vor euch zu spüren. Es ist nicht wichtig, mit wem ihr tanzt. Es ist wichtig, dass der Raum vor euch mit tanzen kann. Die Umarmung ist immer flexibel und beweglich. Nie fest und starr. Gleich wieder da.
Also wenn ihr das macht, spürt vor allem den eigenen Körper. Und tanzt mit dem ganzen Umraum. Auch nicht nur mit dem vorderen Raum, auch mit dem hinteren Raum. In diesem Sinne, eine weitere schöne Adventszeit. Ich hoffe, euch geht's gut. Herzliche Grüße und bis dann.